Mein Name ist Frank Ottfried Juli. Ich bin der Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg und begrüße Sie als Zuseherinnen und Zuseher von Gloria TV und lade Sie ein, diesen Gottesdienst mitzufeiern. Wir haben heute den Beginn der neuen Landessynode, die sich konstituiert, die neu gewählte Württembergische Landessynode. Und wir feiern diesen Gottesdienst, um deutlich zu machen, dass Gottes Wort und Geleit am Anfang und am Ende aller Synodalarbeit stehen soll. Die Tageslosung, über die ich predigen werde, heißt: Lasst uns im Lichte des Herrn unsere Wege gehen. Und das gilt auch für die Synode, im Lichte des Herrn die Wege, die synodalen Entscheidungswege zu gehen. Deswegen Gottesdienst am Anfang und Ende der Synode, und ich lade Sie herzlich ein, mitzufeiern bei diesem Gottesdienst. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Wochenspruch zum Buch Daniel: Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Amen. Wir wollen Gott loben und miteinander im Wechsel Psalm 31 beten. Wir beten ihn in ganz versweisem Wechsel. Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden, errette mich durch deine Gerechtigkeit. Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Du wollest mich aus dem Netz ziehen, dass sie mir eingestellt werden.
In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich freue mich. Und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Ich habe, Herr, aufgehört auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Lass leuchten dein Antlitz über deinen Knecht. Hilf mir. Wir hören die Schriftlesung aus Matthäus 9, die Berufung des Matthäus und das Mahl mit den Zöllnern. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er, nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Yeah.
Gnade sei mit euch und Friede von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Kommt nun, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Wie bestellt klingt sie, wie bestellt die Tageslosung am Tag der konstituierenden Sitzung der Landessynode. Gewählt am ersten Advent, erstmals versammelt bei einem Vortreffen in Bad Boll im Januar, sind wir nun heute hier. Nun also der Tag der Wahlen in Ämter, in Aufgaben und in die Ausschüsse der Landessynode. Aber auch ein Tag der festlichen Repräsentanz mit Gästen aus nah und fern, aus Partnerkirchen und Ökumene. Es ist ein Tag der Verpflichtung und der Selbstverpflichtung, Aufgaben zu übernehmen, um den Weg der evangelischen Landeskirche in Württemberg mitzugehen und mitzugestalten. Kommt nun, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Ist das nun einfach ein poetischer Satz, wobei ich ja immer sage, Lyrik und Poetik ist die höchste Sprachform überhaupt? Ist das also ein poetischer Satz, der da heute jetzt in dieser Tageslosung unserem eigentlichen Tun quasi vorangesetzt ist? Geschieht es allein der guten Ordnung halber, dass wir mit diesem Abendmahlsgottesdienst jetzt beginnen, bevor wir dann nachher im Hospitalhof von der Tageslosung zur Tagesordnung übergehen werden? Kommt nun, lasst uns wandeln im Lichte des Herrn. Ich möchte es gern so sehen, Tageslosung vor Tagesordnung, damit die Tagesordnung in rechter Weise bearbeitet und gesehen werden kann. Alles, es bleibt die Tageslosung im Blick und alles, was da geschieht heute und in den nächsten 6 Jahren dieser synodalen Arbeit, ist dann ein Durchbuchstabieren dessen, was das eigentlich im Kern heißt, zu wandeln im Licht des Herrn für unsere Landeskirche, für unsere Synode. Kommt nun und lasst uns wandeln. Lasst uns den gemeinsamen Weg synodaler Arbeit gehen, nicht als Selbstzweck, nicht als eine Beschäftigungstherapie, keine Routineprogramme erfahrener kirchlicher Administration, auch kein Weg politischer Strategie zur Vermehrung des Ruhms einzelner oder einzelner Gruppen. Gerade, liebe Schwestern und Brüder, weil wir überzeugt sind und es selbst erfahren haben, dass das Licht des Herrn die Irrlichter dieser Welt teilweise zumindest vertreiben kann. Manche dieser möglichen Lichtperspektiven werden ja in den Herausforderungen dieser Tage auch unter uns verschieden wahrgenommen. Dieses Licht der Orientierung hat beim Propheten Jesaja einen ganz konkreten Ursprung. Da heißt es zu Beginn des 2. Kapitels vor unserem heutigen Losungstext folgendermaßen: Kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg führen. Und dann die Losung: kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Lichte des Herrn. Das Haus Jakob, liebe Schwestern und Brüder, wird aufgefordert, in diesem Licht des Herrn, in seiner lebensspendenden und seiner lebenserhaltenden Gegenwart zu bleiben, kontinuierlich darin zu bleiben und zu leben.
Und diese lebensspendende und lebenserhaltende Vision wird nicht ganz abstrakt und allgemein formuliert, sondern mit konkreten Bildern des Gewaltverzichts, der Gewaltvernichtung, einem starken Friedensbild und der Vision einer neuen Versöhnung. Die Völker vernichten die Mittel des Krieges und der Gewalt. Friede wird sein und Menschen leben in seinem Schutz, alle Völker versöhnt. Christlicher Glaube empfängt dieses Licht Christi und kann dann im Nachfolgen und im Wandeln sehr konkrete Schrittversuche machen heute. Etwa, wenn in einer aufgeheizten Stimmungslage dennoch darauf besteht, Menschen im Meer zu retten und dabei ein konkretes Zeichen zu setzen. Wenn er auch und gerade im Kontext schwarz-weißer und destruktiver Kommunikationsformen einer Gesellschaft das einander zuhören und den respektvollen Austausch verschiedener Argumente einübt, dass der Glaubensraum ein Raum ist, der sehr wohl diskursiv und diskutierend unterwegs sein kann, aber im Respekt. Das mag auch und soll exemplarisch die Debattenkultur unserer Synode zeigen, inmitten dieser Gesellschaft, dass Streit und Respekt und Gemeinsamkeit miteinander möglich ist. Wenn der Glaube bereit ist, in den ethischen Herausforderungen unter Zeitdruck, den unter Zeitdruck geführten Diskussionen unserer Tage, dann doch den Mut hat, von der Ewigkeit und der lebensspendenden Kraft Gottes zu sprechen und sich Mühe und Zeit nimmt, dies zu erläutern. Liebe Schwestern und Brüder, all das kann Ausdruck von unseren Bemühungen sein, diesem Wort des Propheten Jesaja zu folgen: Lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Durch sein Wort und seine Gabe gibt uns Gott so den nötigen Trost und die Ausdauer und die Geistesgegenwart, uns mit frischem Mut so dem Vorletzten in dieser Welt und Kirche zuzuwenden, auch in unserer synodalen Arbeit, weil wir um das Letzte wissen. Kommt nun, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Amen. Gott, himmlischer Vater, Schöpfer der Welt, schenk uns deinen kreativen Blick für einen Weg in deiner Kirche in dieser Welt. Lass uns erkennen, wie wir für Menschen da sein können. Lass uns mitarbeiten für Frieden und Gerechtigkeit für alle Menschen auf dieser Welt und die Bewahrung deiner Schöpfung. Wir bitten dich weiter, öffne meinen Geist. Jesus Christus, leg deine Verheißung neu in unser Herz, dass dein kommendes Reich nicht weit ist, dass du diese Welt verwandeln willst.
Wir bitten dich, mach Hoffnung und Sehnsucht in uns stark, auf dass wir dir nachfolgen und in unserer Gesellschaft wirken in Wort und Tat. Wir bitten dich weiter, öffne meinen Mund. Guter Heiliger Geist, brich unser Schweigen, wenn Unrecht in der Welt geschieht. Mach unsere Hände frei, damit wir beherzt eintreten für die, die Opfer werden von Drohrede, Hass, Gewalt, Verfolgung, Durst und Dürre, Katastrophen und Krieg. Sei du bei allen, die heute leiden, stärke sie. Wir bitten dich weiter, öffne meine Hände. Gott, unser Licht, durchdringe unser Wollen und Wirken, stifte Glaube, Liebe und Hoffnung in uns. Wir bitten dich, öffne mein Gemüt. Gemeinsam beten wir als Töchter und Söhne Gottes. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn
Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden.